Dann machen wir das halt nochmal. Mal schauen. Vielleicht kriege ich es ja. Kriege ich ja das Labor besetzt, bevor irgendwas Blödes passiert. Hätte mich jetzt echt mal interessiert, wo dem seine letzte Einheit war. Selbst auch wenn ich sie noch so oder so nicht mehr erwischt hätte und so, aber. Ja, diesmal fängt das Ganze schon ein bisschen anders an als letztes Mal, sehe ich schon. Aber das Gute ist, wir haben den Kampfpanzer da hinten zumindest schon mal ziemlich dezimiert. Ich bin nur überlegen, ob ich den noch da vor das Schlachtschiff parken soll. Mach mal einfach mal. So, Brachialgewalt. Dann hau mal rein, Helmut. Jetzt hau ich zurück. So, jetzt sehe ich da hinten endlich mal wieder was. Da hat der Wind gerade meine Tür zugeblasen.
So, einmal hier. Einmal da. Dann muss der hier zumindest mal stark dezimiert werden. Der steht zwar jetzt voll in der Reichweite vom Raketenwerfer, aber das soll mir jetzt ausnahmsweise mal egal sein. Du schießt den hier noch kaputt. Du machst den da weg. Wo war der Raketenwerfer? War der unten oder oben? Machen wir das jetzt einfach so. Dann sehen wir es auf jeden Fall. Er war unten, okay. So. Dann ist der schon mal auf 2 HP. Einheit hier muss weg. Mach mal die Mech oder die. Die Mech ist gefährlicher. Den APC kann ich immer noch nachher verkloppen. Der steht mir nur ein bisschen im Weg. Einheiten können mir Einheiten umhauen. Da unten steht noch ein fast reparierter Kampfpanzer. Ich habe noch 2 Tage Zeit, aber das ist auch alles, was ich brauche. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Setzen anfangen, hier drauf schießen. Von unten ist die Infanterie gut surrounded, das heißt, ich muss nur noch von oben einkreisen. Die kommt nämlich nicht an meine Infanterieeinheit ran, die Einheit. Er hat auch nichts, um seine Movement Range zu erhöhen. Oh.
Und Ende. Da gibt er mir nochmal eine Brachialgewalt. Wer greift mich an? Dann gebe ich ihm jetzt noch ein Supertuning. Der Raketenwerfer war mal auf 1 HP. Möchte ich nochmal so anmerken. Dann haben wir jetzt unsere Titanpanzer. Ein Punkt Technik fehlt. Ach, machen wir gleich Andys letzte Mission. Das ist ausnahmsweise mal eine neue Mission. In Advance Wars 2 gab es ein paar Missionen in der Advance-Kampagne, die anders sind als in der normalen, und das ist eine davon. Daher werde ich hier sogar mal ein bisschen was vorlesen. Kommandant, wir erhielten einen Brief vom Gegner. An mich adressiert? Was da wohl drin steht? Kommandant, was steht in dem Brief? Ich werde herausgefordert. Da steht, wenn du kein Feigling bist, dann komm zu diesen Koordinaten. Wie lauten ihre Befehle? Wir gehen natürlich dahin. Ich habe doch keine Angst vor Black Hole. Niemals. Mission 5. Mehr und mehr. So, hier muss es sein. So ist es, Andy. Hey, wer sind Sie? Ich bin Maverick, ein Co. von Black Hole. Warum haben Sie mir diesen Brief geschrieben? Ich wollte dich treffen, dich herausfordern, Mann gegen Mann. Was? Sie wollen kämpfen? Sehr richtig. Ich hoffe auf eine Kostprobe deines taktischen Talents. Und ich finde, du hast viel Potenzial. Unverschämt und überlegen zugleich. Ich suche Talente, vielleicht bist du ein angemessener Gegner für mich. Außerdem konnte noch niemand gegen deinen jugendlichen Elan bestehen. Wovon reden Sie eigentlich? Ich habe keinen Schimmer, wer Sie sind. Kämpfe gegen mich, Junge, und du wirst mich kennenlernen. Nun, was sagst du? Nimmst du meine Herausforderung an? Wenn Sie so lieb bitten? Wie erwartet. Unverschämt. So lauten die Regeln. Wir setzen nur Flug- und Seeeinheiten ein. Wer als Erster alle Einheiten verliert, verliert den Kampf. Was passiert, wenn ich gewinne? Dann übergebe ich dieses Gebiet wieder an Orange Star. Und ich überlasse dieses Gebiet Black Hole, wenn ich verliere. Sehr großzügig. Wenn man bedenkt, dass diese Region bereits unser ist. So sei es. Beginnen wir, Andy. Jetzt komme ich. Ja, eine sehr, sehr schöne Mission, muss ich dazu sagen. Nur Luft- und Seeeinheiten. Man darf keine Bodentruppen bauen. Überhaupt nicht. Jeden Tag 15.000 zur Verfügung. Und das war's. Na gut, er hat 16.000 jeden Tag. So. It's all about the first strike. Und ich will natürlich immer zuerst den Himmel kontrollieren. Ihr kennt mich ja mittlerweile. So, natürlich kommen jetzt auch mit einem Jäger. Niemals dem Gegner den ersten Schlag machen lassen. Okay, er lässt mich den ersten Schlag machen. Das ist ja sehr nett von ihm. Das ist ein kleiner Ausgleich dafür, dass er zum einen 10% mehr Feuerkraft hat und zum anderen 1000 Gold am Tag mehr bekommt als ich. So, er hat einen Kreuzer gebaut. Das heißt, ich muss demnächst mal mit einem Bomber kommen.
Okay. So funktioniert das doch wesentlich besser. Hat der den komplett in der Coverage? Ja, hat er. Das heißt, den kann ich nicht angreifen. Nicht ohne, dass mich der Kreuzer vorher erwischt. Oder danach, besser gesagt. Einen K-Heli kann ich mir zwischendurch mal wieder leisten. Eine Black Wave. Na, so leicht lockst du mir kein Super-Tuning raus. Habe ich gar nicht geschaut, hat der da oben vielleicht zufällig noch einen Kreuzer gebaut? Zum Glück nicht, der hat noch einen Bomber. Wobei ich mich echt frage, wozu der einen Bomber baut. Ich meine, ist ja nicht so, als ob ich irgendwie Seeeinheiten gebaut hätte. Habe ich bald genug Jäger, um den Himmel zu kontrollieren. Er hat noch einen Kopf da, ja. Okay, er hat ein Schlachtschiff gebaut. Wie dämlich. Das ist Geldverschwendung. Na gut, er kennt mich ja nicht. Er weiß, dass wenn es um Kampf um Luft gegen See geht, dann bin ich derjenige, der nur mit Lufteinheiten ankommt. Gerade in diesem Spiel. Wo Kreuzer noch nicht wirklich was konnten. So, jetzt habe ich 4 Jäger. Was gedenkt er jetzt dagegen zu tun? Das ist die Frage. Allzu viel tun kann er ja nicht mal wirklich. Wenn ich das
das richtig sehe, habe ich, glaube ich, gewonnen, oder? Yep. Und dabei nur eine einzige Einheit verloren. Na, wie ist das, Maverick? Hm, beeindruckend, Andy. Du hast gesiegt. Dann pack deine Sachen und verschwinde, wie versprochen. Ich habe offenbar keine Wahl. An alle Einheiten, Rückzug. Kommandant, die Streitkräfte von Black Hole ziehen sich zurück. Ja, wir haben es geschafft. Das muss ich Nell erzählen. Stellen Sie Verbindung zu ihr her. Ja, Kommandant. Andy, was tust du nur um Himmels Willen? Nell! Hör mir zu, ich habe so einen Typen namens Maverick getroffen und all seine Truppen geschlagen. Für so etwas haben wir keine Zeit. Orange Star wird angegriffen. Der Gegner ist in der Überzahl. Was? Sie durchbrachen die Grenze, die du bewachen solltest. Oh, das bedeutet... Du bist ihnen genau in die Falle gegangen, Andy. Komm sofort zurück. Aber was ist mit... Wenn das Festland fällt, sind auch die Inseln verloren. Hm. Kommandant, wir warten auf Ihre Order. Zurück zum Mutterland, sofort. Verflixt und zugenäht. Tja, trotz allem eine sehr witzige Mission, wie ich finde.